Da muss ich jetzt meine Stimme dämpfen. Also nochmal ganz herzlichen Dank und ich darf mich auch für das Krippstheater bedanken, dass wir eingeladen worden sind, hier zwei Ausschnitte aus unserer aktuellen Produktion Rosa Luxemburg bzw. Rosa zu zeigen. Frau Wittig hatte mir gesagt, dass ein paar von Ihnen auch schon die Gelegenheit wahrgenommen haben, die Vorstellung gestern Abend anzuschauen. Ich hoffe, Sie werden sich nicht langweilen, wenn Sie jetzt zwei kurze Ausschnitte noch einmal sehen. Ich denke, Sie werden sich nicht langweilen, weil es auch die zwei besonders schöne Ausschnitte sind. Ich darf für die, die das Stück noch nicht kennen, noch ein paar Takte dazu sagen. Das Stück Rosa wurde geschrieben von Volker Ludwig, Leiter des Krippstheaters, und Franziska Steyhoff, die das Stück auch inszeniert hat und hatte Premiere am 7. November letzten Jahres am Krippstheater am Hansaplatz. Das Stück umfasst ca. 30 Szenen und verfolgt wirklich chronologisch den Lebenslauf von Rosa Luxemburg, angefangen in der Kindheit, die relativ kurz angerissen wird, über die Zeit in Zürich, die relativ großen Raum einnimmt, Rosas Engagement und Kampf in der SPD, in der Internationalen und auch Rosas Beteiligung an der ersten russischen Revolution. Mit ihrer Inhaftierung in Warschau geht das Publikum in die Pause und nach der Pause geht es weiter mit der wachsenden Entfremdung zwischen Rosa und der SPD, mit ihrem Kampf gegen Krieg und Militarismus. Die Inhaftierung von oder mehrfache Inhaftierung von Rosa, ihre Auseinandersetzung mit Paul Levy über den Zeitpunkt der Veröffentlichung ihrer Schrift zur russischen Revolution, die Ereignisse der Novemberrevolution selber, also der Abschluss gewissermaßen nimmt relativ knappen Raum ein in dem Stück. Es hat verschiedene Gründe, über die wir vielleicht mit Volker Ludwig nachher noch kurz sprechen können. Das Stück endet mit zwei Schüssen, den tödlichen Schüssen auf Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. In dem Stück ist Rosa umgeben natürlich von einer Menge Personal. Es treten auf Wegbegleiter oder auch teilweise auch Gegner, wie man es sehen möchte, wie August Bebel, Karl Kautsky, Franz Mehring, Ignaz Auer. Es treten Frauenfiguren auf wie Luise Kautsky, Clara Zetkin, Mathilde Jakob. Es treten auch auf eine Menge oder die Menge von Liebhabern von Rosa, was sich ja teilweise angefangen hat, wo Jogich jetzt auch mit den politischen Weggefährten und Kampfgefährten überschneidet. Insgesamt sind also an die 50 oder etwas über 50 verschiedene Figuren auf der Bühne, die dargestellt werden von 11 Schauspielerinnen und Schauspielern. Bis auf eigentlich sind alle in Doppelrollen bzw. Mehrfachbesetzungen entsprechend auf der Bühne zu sehen, bis auf eine Frau, nämlich Regine Seidler, die Rosa Luxemburg verkörpert und die ganze Dauer der Aufführung, das sind 3 Stunden plus Pause, auf der Bühne steht. Das also zum Stück. Und der erste Ausschnitt, den wir zeigen, ist das sogenannte Klagelied der Parteiführung. Das wird auf der Bühne gespielt bzw. gesungen. Ich darf vielleicht die Pianistin schon auf die Bühne bitten, Bettina Koch. Das Lied wird gesungen nach Rosas Rede auf einem Parteitag der SPD, ich glaube 1898 in Stuttgart, bei denen sie die revisionistischen Positionen Bernsteins scharf angegriffen hat. Es treten auf Bruno Schönlang, August Bebel, Franz Mehring und Karl Kautsky. Unser Ziel ist die Beseitigung der bürgerlichen Gesellschaft. Auf Deutsch die Revolution. Nicht so laut. Ach, immer daran denken, aber nie davon reden, was? Die meisten jüngeren Genossen haben sich in dieser Gesellschaft ganz schön gemütlich gemacht. Den spricht Bernstein aus der Seele. Das allerdings wäre fatal. Das wäre das Ende der Partei. Also, auf in den Kampf, Kautsky. Wir haben viel gelitten, wir darrten im Exil. Wir saßen im Gefängnis, doch wir glühten für ein Ziel. Wir waren aufgebrochen, im
Menschheit zu befreien. Was ist aus uns geworden? Ein bürgerlicher Wahlverein. Wir sind die letzten Linken und drohen zu ertrinken im Sumpf der Reformisten, wenn das Marx und Engels wüssten. Ach, 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 Rosa macht die Linke stark. Aber treib es nicht zu arg, Rosa hilf, Rosa hilf, Rosa hilf, Rosa hilf, Rosa hilf.